Einen wunderschönen guten Morgen, Church. Es ist schön, euch so hier zu sehen, euch da zu haben. Ich muss mich hier erst sortieren. Hey, können wir nochmal einen Riesenapplaus an Online Church geben, die gerade mit eingeschaltet hat. So gut, dass du mit dabei bist. Und hey, bevor wir gleich in den Jakobusbrief einsteigen, ins letzte Kapitel uns anschauen, hey, möchte ich euch ganz kurz mit reinnehmen, weil ich glaube, wir haben so bewegende Wochen und Monate hinter uns. Vielleicht nicht für dich, aber deswegen, hey, wir erleben gerade, was Gott an großartigen Dingen am Tun ist. Wir durften letzte Woche, hat eine neue C-Group, ein neuer, unsere Hauskreise in Chemnitz gestartet mit Flo und Hanna. Come on, hey, wir durften letzte Woche einen neuen Standort starten. Und ich möchte dich einladen, dass du das, ich weiß, Marin, ich habe noch darüber gesprochen, für Limbach ist das ein bisschen neuer, für die Leipziger nicht, weil die haben schon mal einen Standort hier in Limbach gestartet, aber hey, das ist ein exciting Schritt. Und genauso wie hier träumen wir genauso groß für diese Gegend. Hey, wir durften in den letzten Wochen und Monaten so viele Wunder und Wunderbares erleben. Menschen, die Hoffnung gefunden haben, die Bestimmung gefunden haben, Menschen, die Jesus angenommen haben, Freundschaften gefunden haben, so vieles mehr im Haus Gottes gefunden haben. Aber ich finde, die letzten Monate und Wochen waren auch sehr herausfordernd in vieler Weise. Schwierige Momente, anstrengende Momente, zähe Momente. Und ich habe aber die Tage mit einem Teil von unserem Team gesprochen. Und auch heute Morgen kurz in der ersten Runde, im Pre-Service-Meeting, das ist das, wo wir nochmal als alle Mitarbeiter gemeinsam beten. Denn bevor du in den Gottesdienst kommst, gab es schon drei Momente, wo wir als ganzes Team für das beten, was hier passiert. Und auch wenn du es nicht glaubst, es wurde für dich gebetet. Wenn du heute das erste Mal da bist, es haben Menschen dafür gebetet, dass du heute da bist. Aber wir haben darüber gesprochen und mir ist es so aufgefallen, hey, wir haben diese Tendenz dazu, hey, wenn Probleme kommen, wie schwierig die sind und ein Problem und sonstiges, aber ich glaube, wir müssen verstehen und ich glaube, dass besonders, was das Haus Gottes verstehen sollte, dass Probleme Möglichkeiten sind. Wir sehen einen Riesensegen über Online-Church. Wir sehen hunderte von Menschen, die pro Sonntag einschalten. Wir haben Nachrichten bekommen von Familien, die unseren Link geschickt bekommen haben, noch nie in Kirche waren, jetzt alle gläubig geworden sind, Jesus angenommen haben. Menschen, die sich gemeldet haben, die haben gesagt, letztes Jahr schrieben uns und sagten, hey, ihr habt diese Beziehungsreihe gehalten. Wir sind unten von Bayern. Wir haben zufällig den Link bekommen. Aber wir haben aufgrund dieser Reihe, hat Gott zu uns gesprochen und wir wollen unsere Ehe doch nicht aufgeben, was wir geplant haben, sondern arbeiten jetzt daran. Und letztens haben wir eine wunderbare Rückmeldung von diesen Personen bekommen, dass die Ehe gut funktioniert, dass die Dinge am Passieren sind. Hey, wir erleben so viele tolle Sachen, die aus Problemen entstanden sind, aber Gott eine Möglichkeit dafür gegeben hat. Ohne, ich weiß, das klingt hart, wir alle wollen es nicht, aber ohne Corona hätten wir nie Online-Kirche gestartet. Wir hätten dadurch nie die Technik gehabt, jetzt einen dritten Standort zu planen. Probleme sind Möglichkeiten in unserem Leben. Und ich habe letzte Woche nochmal bei diesem Start von Ludwigslust Parchim verstanden, was unser Warum ist. Hey, warum wir das hier alles tun? Warum wir das tun? Denn ich habe euch in letzter Woche habe ich lange darüber gesprochen, was mein Herz ist, warum ich Jesus meinen Namen gegeben habe. Und ich wurde die Tage aus unserem Team von jemandem gefragt, von Simeon Mücke, der heute Morgen hier gebetet hat, by the way. Falls ihr es wissen wollt, der ist noch Single. Ich wollte es nur gesagt haben. Wir haben uns überlegt, den Beziehungsstatus blenden wir jetzt immer ein. An alle Singles hier, schön, dass du da bist. Hebt doch mal, wer ist Single, hebt die Hand hoch, lasst die Hand oben, schaut euch ein bisschen um. Vielleicht lernst du jemanden kennen heute. Guck mal, hinten gehen ganz wilde Hände, hier. Hey, Ich wurde aus dem Team von Simeon Mücke, dessen Namen ich nicht nennen möchte und nicht sagen möchte, dass er noch Single ist, weil das total unangenehm ist, wurde ich die Tage gefragt. Er hat gesagt, hey Mathis, was würdest du machen, wenn du nicht Kirche baust? Er hat mich eigentlich gefragt, Mathis, was ist die Alternative? Was würde passieren, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert? Was wäre es? Und ich habe gemerkt, dass Marin und ich keinen Plan B haben. Wir haben keinen Plan B. Wir haben keine Alternative, weil das Evangelium, das Reich Gottes, das Haus Gottes unsere Alternative ist.
Ich wüsste nicht, was ich sonst machen würde, weil wir nichts anderes machen wollen, als alles dafür zu geben, dass Menschen das Evangelium kennenlernen, Hoffnung entdeckt wird, Menschen eine Gemeinschaft im Haus Gottes finden, weil ich glaube mit allem in mir, dass das Haus Gottes die Antwort auf diese Welt ist. Salz und Licht dieser Welt ist, Hoffnung dieser Welt ist. Amen. Komm, ihr dürft mir ein bisschen helfen. Hey, auch wenn es nicht immer einfach ist, oder? Auch wenn so viele Herausforderungen wir gegenüberstehen, auch wenn wir so vielen Kritiken ausgesetzt sind, ihr habt keine Ahnung. Hey, wir haben die Tage, Europakonferenz letzte Woche hat eine Frau, eine Pastorin, Pastor Sunny aus C3 Atlanta, darüber gepredigt, über die Geschichte von David. Und zwar ist es die Geschichte, wo David mit 600 Soldaten unterwegs ist. Er hätte die Möglichkeit gehabt, Saul zu töten. Falls du die Geschichte nicht kennst, einfach mal nachlesen, Riesengeschichte. Saul ist der König von Israel zu der Zeit, die sind eigentlich mal so gewesen, jetzt sind die nicht mehr so. Er hätte die Möglichkeit gehabt, ihn zu töten, aber er wollte Gottes Weg gehen, also hat ihn nicht getötet. Und er hatte diese 600 Soldaten und da König David hat alles getan, um dass diese Soldaten sicher sind, dass es ihnen gut geht, dass sie versorgt sind. Hey, dass da eine Gemeinschaft ist. Und auf einmal kommen sie zu dem Ort zurück, wo die Soldaten her sind, wo die in ihre Gegend war. Und sie finden heraus, dass König Saul vorher da war. Der ganze Ort ist niedergebrannt, keine Frauen, keine Kinder mehr da. Die Soldaten, die David so lange hatten, haben sich plötzlich gegen ihn gestellt und fingen an, hinter seinem Rücken zu reden und sagte, hey, lass uns ihn steinigen. Lass ihn zu uns steinigen, denn er hatte die Möglichkeit. Und Pastor Sunny hat darüber gesprochen, wie Pastoren, wie Leiter sich manchmal genauso fühlen wie König David. Und ich möchte sagen, sie hat vollkommen recht. Aber was König David getan hat, ist diese unfassbar schön, sagt er, gesagt, Leute, wir kriegen das hin, ich vertraue Gott, ich möchte vorangehen. Also nahm er seine Soldaten, wollte König Saul verfolgen, aber 200 Soldaten haben gesagt, nee, ich gehe nicht mehr mit dir. Ich mache nicht mehr mit. Aber König David hatte den Mut, 400 Soldaten zu nehmen, Saul hinterherzureisen und er hat alle Frauen, alle Kinder befreit und mehr noch, er hat viel mehr zurückbekommen, als er sich jemals vorgestellt hat. Denn Church, ich möchte dir sagen, manchmal passiert das Wunder erst, nachdem wir Ausdauer gezeigt haben. Amen. Und hey, Herausforderungen, die wir haben, aber auch Zweifel, die wir haben. Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, ich kann ein hervorragender Zweifler sein. Für alle, die werdet ihr noch hören. Nächste Woche haben wir unseren Abendgottesdienst nicht im Ringcafé, wo wir sonst sind, sondern wir sind in einer anderen Location an der Torgauer Straße. Und das ist eine Location von der befreundeten Kirche von uns. Ich habe mit dem Pastor telefoniert und es ging darum, dass irgendwelche verschiedene Teams sich connecten müssen, damit das irgendwie geplant werden musste. Und der war so am Telefon und sagte, ja, hey, dann muss dein Production-Teamleiter, da habe ich einen, hey, der muss ich mit dem melden, der mit dem melden. Und auf einmal nannte er mir Begriffe und Namen und dann Event, Production, Team, whatever, hast du nicht gesehen. Und in diesem Telefonat war mein Gedanke, es war Montag gewesen, letzten Montag, und mein Gedanke war, ach du, ich krieg nicht mal unsere Strukturen von Kirche richtig gebaut. Jetzt hast du gestern einen dritten Standort gestartet. Du hast keine Ahnung, was du am tun bist. Und in diesem Moment kam ein echter Moment des Zweifels in mir hoch. Und ich dachte so, boah, Mathis, ich höre einfach auf. Ruf die alle an, sag, hey Leute, es war schön mit euch gewesen. Guckt ab sofort Johannes Hartl online, geht in die Kirche, whatever. Viel Spaß, schön mit Ö. Das war mein Gedanke gewesen. Aber kurzen Moment später realisierte ich, dass wir seit 4 Jahren in Leipzig wohnen und dass ich noch nicht einen einzigen Tag wirklich eine Ahnung hatte von dem, was ich tue, sondern Gott versorgt. Amen. Manche Leute fragen mich, die sagen immer, hey, Mattes, du, Maren, ihr habt so eine göttliche Ausdauer, so eine göttliche Leidenschaft und ihr seid so ausgestattet. Lasst uns sagen, haben wir nicht. Wir sind nicht irgendeine Marvel-Charakteren oder haben irgendwelche Zaubertränke, die wir trinken. Mir ist die Woche nur aufgefallen, dass wir so lange aus unserer Komfortzone im Moment leben, dass wir jeden Tag abhängig sind von der Kraft des Herrn, dass die Freude am Herrn meine Stärke ist. Amen. Und wisst ihr, für mich war das letzte Woche, ich weiß nicht, warum ich heute mein Herz so teilen möchte, aber letzte Woche war das so bewegend für mich. Wir haben jeden Sonntag, was wir nennen, die letzte Runde.
letzte Runde ist, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen. Und du wirst es nicht glauben, aber wir hören mit Gebet auf. Wir fangen in der ersten Runde mit Gebet an. Wir hören in der letzten Runde mit Gebet auf. Und wir haben eine Tradition. Und zwar, was wir haben, es ist so witzig, wenn du 3 Jahre alte Kirche bist und über Traditionen sprichst, oder? Was wir tun ist, wir klatschen für jede Hand, die an einem Sonntag hochgegangen ist. Und manchmal klatschen wir für 20 Leute. Wir haben schon für 52 geklatscht. Manchmal klatschen wir für 5. Aber wir wollen feiern, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben. Und der Punkt ist der, wir waren in dieser letzten Runde. Und es war ein bewegender Moment für mich gewesen in der letzten Runde, wo, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, ich würde von mir sagen, ich bin ein unfassbar unemotionaler Mensch. Aber in dieser letzten Runde habe ich sehr geweint. Meine Frau sagt dann immer, oh, Matthias, du hast schon wieder geheult. Ich sage, ja, tut mir leid. Ich muss aufpassen, die sind in der Toddlers Corner. Ich darf mich heute, muss mich benehmen. Hey, aber in dieser letzten Runde ist mir klar geworden, hey, wir sind mit so viel Vision vor 4 Jahren nach Leipzig gekommen. Nur 4 Thielmänner. Jetzt haben wir 5 Thielmänner, was aber daran liegt, dass wir noch Nachwuchs bekommen haben, den wir nächste Woche mit einsegnen dürfen in der Kindersegnung. Deswegen, hey, wenn das für dich dran ist, wir lieben es, dein Kind zu segnen, als Haus Gottes dafür gemeinsam zu beten. Und wir sind vor 4 Jahren nach Leipzig gekommen mit einer Vision von Kirche, die uns Gott aufs Herz gelegt hat. Und wir alles dafür gegeben haben, wir gestartet haben, wir selber an uns seitdem am Arbeiten sind, damit wir die bestmöglichen Leiter sein können, die bestmögliche Version von uns sein können. Aber jetzt zu sehen, was Gott daraus getan hat, zu sehen, was er am Tun ist, zu sehen, dass wir einen dritten Standort gestartet haben, zu sehen, dass wir pro Sonntag im Schnitt 250 bis 300 Gottesdienstbesucher an allen Standorten haben, weil Leipzig voll ist, hier viele dabei sind. Hey, wir Hunderte haben, die online zuschauen, ist für mich so ein Wunder Gottes, weil ich habe nichts, was ich bringen könnte, sondern Gott baut sein Haus. Amen. Und so viele Menschen, die Jesus kennenlernen, Heimat in Kirche finden, Hoffnung Kirche, Kirche Hoffnung finden. Und das ist ein Wunder für mich. Und deswegen möchte ich dich einladen, nimm das nicht für selbstverständlich. Nimm Kirche, nimm das Haus Gottes, nimm jeden Gottesdienst nicht für selbstverständlich. Ich weiß, für manche ist das so einfach, so selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich, was Gott tut. Es ist nicht selbstverständlich, wie viele Mitarbeiter ehrenamtlich in dieser Kirche mitarbeiten. Es gibt so viele Leiter, die so viel geben. Und deswegen, hey, ich möchte dich einladen, habt immer Gnade mit allen Leitern, Teamleitern, Bereichsleitern, C-Group-Leitern. Denn wie König David geben sie alles daran, um dich zu beschützen, geben ihr Bestes, versuchen so viel zu lernen, sich weiterzubilden, um hingegeben und vor allem dienende Leiter zu sein. Deswegen habt Gnade mit ihnen, denn sie tun es für Jesus. Amen. Und können wir einfach mal allen Mitarbeitern, allen Leitern, allen, die so viel machen, ja, sie tun es für Jesus, aber können wir mal einen riesen Applaus geben? Aber Matthias, was ist denn jetzt das Warum? Warum bauen wir Kirche? Und ich habe das schon mal hier gemacht, 2 Jahre her. Doch Corona war noch dazwischen, 2 Jahre her. Aber ich brauche jetzt einfach mal die Hilfe von euch allen. Und ihr müsst einfach mal mit mir mitmachen, okay? Ich möchte dich bitten, gleich deine Augen zu schließen. Und dann werde ich dir eine Frage stellen. Und wenn die Frage auf dich zutrifft, möchte ich einfach bitten, aufzustehen. Keine Angst, ich bin davon überzeugt, dass viele aufstehen werden. Es sind mehrere Fragen. Aber ich möchte dir das Warum so augenscheinlich machen. Deswegen möchte ich dich bitten, einmal deine Augen zu schließen. Und wenn du in dieser Kirche, in einem Gottesdienst von uns online oder hier, hey Online-Church, du benutzt einfach die Emojis, schreib was in den Chat. Und mit allen Augen geschlossen, wenn du dein Leben hier Jesus gegeben hast in dieser Kirche, möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen.
wenn du zurückgefunden hast zu Jesus, weil du eine Entscheidung mal getroffen hast, aber lange her ist und du das in dieser Kirche festmachen durftest, bitte ich dich jetzt aufzustehen. Wenn du Hoffnung gefunden hast im Moment der Hoffnungslosigkeit, wo du weißt, dass es von Gott gegeben ist, möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Hey, wenn du eine Gemeinschaft von Gläubigen gefunden hast, Menschen, die dich begleiten, was du nie geglaubt hättest, möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Hey, wenn du Gott auf irgendeiner Weise in einem Gottesdienst mal in dein Leben gesprochen hast, durch eine Predigt, durch einen Worship, möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Hey, wenn du Berufung und Bestimmung gefunden und erhalten hast im Haus Gottes, möchte ich dich jetzt bitten, aufzustehen. Wenn du eine neue Leidenschaft für das Reich Gottes, für das Haus Gottes bekommen hast, möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Wenn du angefangen hast, in wahre Nachfolgeschaft zu gehen, anzufangen, Jesus zu folgen, nicht nur in Arm zu nehmen, sondern jünger zu werden, möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Wenn du eine geistliche Heimat und Familie in dieser Kirche gefunden hast, möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Und jetzt möchte ich dich bitten, die Augen zu öffnen und dich umzuschauen. Das ist, warum wir es tun. Das ist, warum wir es tun. Das ist, warum es tut. Weil in Hinterkirche geht es um echte Menschen. Es geht um echte Geschichten. Es geht um Menschen, die Jesus das erste Mal kennengelernt haben. Um Menschen, die Hoffnung gefunden haben. Weil Gott wirkt. Amen. Lasst uns Gott einen riesen Applaus geben. Ihr dürft euch sehr gerne widersetzen. Denn hey, wir haben einen persönlichen Gott und persönliche Geschichten. Und yes, vieles Bewegendes liegt hinter uns. Aber ich glaube, das sind exciting days ahead of us. Das Beste liegt noch vor uns. Ja, das Wochenende mit Warrens, die Kindersegnung, die Dankeskala. Ich freue mich schon so sehr auf die Dankeskala. Das Night College startet. Aber ich glaube auch, dass eine Season als Kirche vor uns liegt. Denn, hey, ich möchte einfach ehrlich zu euch sein. Die Kirche, die ich sehe, macht einen Unterschied. Die Kirche, die ich sehe, macht einen Unterschied durch Nächstenliebe, Leidenschaft, Hingabe, Großzügigkeit, Exzellenz. Die Kirche, die ich sehe, glaubt an Hoffnung auf jeder Straße. Die Kirche, die ich sehe, ist eine wachsende Kirche, weil sie nie müde wird, das Evangelium zu teilen. Die Kirche, die ich sehe, wird Menschen bezeugen, jedes Mal die Freiheit finden, die ihr Potenzial in Gott entfalten, die Leben in Jesus finden. Die Kirche, die ich sehe, zeigt immer auf Jesus Christus, glaubt an den lebendigen Gott, ist bereit, sich zu erweitern und Standorte zu starten. Die Kirche, die ich sehe, lebt Faith over Fear, Angst, Glaube über Angst. Die Kirche, die ich sehe, lässt sich nicht von äußeren Umständen lähmen, sondern ist so secure in den Namen, die sie anbeten. Die Kirche, die ich sehe, steht mit allem, was sie hat, für die beste Botschaft, das Evangelium ein. Denn die Kirche, die ich sehe, ist der Leib Christi, ist die Braut, die nicht leise ist, die nicht belanglos ist, die nicht unrelevant ist, sondern sie ist laut, sie ist hingegeben, sie ist leidenschaftlich, sie betet an. Die Kirche, die ich sehe, wird aus ihrem Mund immer den Namen aller Namen anbeten, unseren hohen Priester, den König aller Könige, den Namen Jesus Christus. Amen. Wer möchte die Kirche sehen? Dann lass uns diese Kirche bauen, du und ich. Lass uns die Hände und Füße sein in dieser Welt. Amen? Jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich auf Jakobus komme. Hey, wir befinden uns eigentlich im Jakobusbrief, 5. Kapitel. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für eine Kirche, die so leidenschaftlich ist, Gott, die so hingegeben ist. Gott, ich danke dir für das, was du baust. Gott, dass du uns benutzt, wo wir manchmal so fehlerhaft sind, so viele Zweifel haben und du was Größeres daraus schaffst, Gott, weil wir uns hingeben zu dir. Jesus, ich möchte dich jetzt bitten für diese Predigt, dass du unser Herz öffnest. Wir wollen von dir lernen, Gott. Heiliger Geist, tu du das, was nur du tun kannst, in unsere Herzen zu sprechen, Jesus. Gott, sprich zu uns, benutz meine Worte, öffne die Herzen. Es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich in Jesu Namen. Amen. Hey, lass uns Gott einen riesen Applaus geben. Und vielen, vielen Dank, Flo, der heute das erste Mal am Keyboard steht. Jakobusbrief. Ernsthaft. Jetzt. Hey, der Jakobusbrief, wir sind im letzten Kapitel angekommen.
Denn der Jakobusbrief hat 5 Kapitel, wie du sicherlich weißt, weil du seit 5 Wochen den Jakobusbrief liest. In Jesu Namen, Amen. Und hey, das Buch ist so voller praktischer Weisheit und ich weiß, wie herausfordernd diese Reihe für uns alle war. Denn seien wir ehrlich, der Jakobusbrief ist der biblische Schlag in die Magen geben, wenn du länger Christ bist und man liest den und denkt sich jedes Mal nur, oh, hoffentlich meint er jemand anderes. Oh, und aber wir so viel lernen durften und es ist gut, dass es herausfordernd ist. Wisst ihr warum? Weil Wachstum herausfordernd ist. Und wir wachsen wollen. Und heute Kapitel 5. Und ich könnte über so viel aus diesem Kapitel sprechen. Weil wenn du dir den Anfang anguckst vom Kapitel, spricht Jakobus, wie du mit Geld umgehen sollst. Im nächsten Teil spricht Jakobus darüber, dass wir wieder standhaftig sein sollen in Krisen. Hat er schon öfters darüber gesprochen. Er spricht darüber, dass wir nicht schwören sollen, sondern ein Ja ist. Und so viele andere Sachen. Aber ich möchte mir heute mit dir die letzte Passage in diesem Kapitel anschauen, in dem Jakobus Gebet thematisiert. Und wenn du jetzt denkst, lame, Gebet, Prayer, dann möchte ich dir sagen, ist hier die Predigt für dich, weil du musst dringend deine Sicht auf Gebet verändern. Amen. Hey, diese letzte Passage ist eine Passage, die mit diesem ganzen restlichen Brief interagiert. Und Jakobus, der so praktisch ist, so viele Dinge hat, die umsetzbar sind. Und dieses große Thema von Jakobus, hatte ich eben schon gesagt, ist, hey, dass wir Ausdauer in Krisen und Problemen haben sollen, lernen sollen, eine Standhaftigkeit bekommen sollen. Dass wir das tun sollen. Und ich glaube, dieser beste Weg für Standhaftigkeit und Ausdauer in Krisen fängt im Gebet an. Denn Gebet ist die beste Möglichkeit, dein Herz und deine Zunge zu kontrollieren. Gebet ist, Jakobus spricht, dass wir keinen Glauben ohne Taten haben sollen. Und ich glaube, Gebet ist da, wo Glaube lebendig wird und wir anfangen, dass Glaube etwas mit Taten zu tun hat. Ein befreundeter Pastor hat letztens zu mir gesagt, wir hatten zusammen ein Interview für die Europe-Konferenz gemacht, der Pastor von C3 London. Und er sagte zu mir, es ging um Discipleship. Und er sagte, hey, when we get people to pray, 90% of our job as a leader is done. Wenn wir unseren Menschen das schaffen, dass unsere Kirche, jeder Einzelne anfängt, in seinem Leben zu beten, ist 90% unserer Leiterschaft und Hürdenschaft erledigt. Weil Gebet so wichtig ist. Und ich möchte dich mit reinnehmen in Jakobus 5, ab Vers 13. Da heißt es, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der sich nach dem Willen Gottes richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Jakobus sagt, dieser eine Satz, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ich möchte dir heute zuallererst sagen, Gebet funktioniert. Gebet hat Kraft. Gebet ist echt. Jakobus spricht darüber, dass Gebet viel zustande bringt. Das griechische Wort davor ist ein Wort, was ich eigentlich nicht aussprechen kann. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das immer mache. Das ist Energumene. Und das griechische Wort, was ich jetzt nicht nochmal aussprechen werde, bedeutet effektiv. Es bedeutet aber mehr, es bedeutet ein erfolgreiches Produzieren einer Sehnsucht oder einem erwünschten Resultat. Jakobus möchte dir klar machen, Gebet sind nicht nur leere Worte, sondern das Gebet direkt zum Thron Gottes geht, dass Gott sie hört, sie in seinem Ohr sind, dass sie in seinem Herzen sprechen, das Gebet die Hände Gottes in deinem Leben aktiviert. Gebet funktioniert und wenn du betest für dein Leben, für jemanden deiner Familie, für Freunde in deinem Leben, für dein Business, für deine Kirche, für deine Community, für deine Arbeitsstelle, dann möchte ich dir sagen, ist dein Gebet wirkungsvoll und bringt viel zustande. Aber warum ist Gebet wirkungsvoll und bringt viel zustande?
Lasst uns kurz darüber nachdenken, was unsere Seite von Gebet sein soll, weil Jakobus macht das relativ klar. Jakobus sagt, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. Dann bitte er, dann singt er, dann fragt er. Es ist eine Einladung dafür, dass du und ich in unserem Gebet initiieren. Jakobus sagt uns, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen sollen, um zu beten. Dass wir nicht nur ein Tischgebet beten sollen, nicht nur ein Gute-Nacht-Gebet, nicht nur das schnelle Stoßgebet, nicht ein traditionelles Gebet. Und ich meine damit auch dieses, ich schlag die Bibel auf, will Bibel lesen, Herr Jesus, helf mir dabei, dein Wort zu verstehen, Jesu Name, Amen. All die Sachen sind gut, aber was Jakobus meint ist, wir müssen uns Zeit und Raum nehmen, eine bewusste Entscheidung treffen, dass wir beten wollen. Jakobus 4 hatten wir gelesen, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Gibt es Dinge, Bereiche in deinem Leben, die wir nicht haben, weil wir Gott nicht fragen? Ich meine jetzt nicht den Wunschautomat Gott. Ich meine jetzt nicht, dass du nachher anfängst zu beten, Gott, ich bitte im Lotto zu gewinnen. Bet lieber dafür, dass Gott dich auf wundersame Weise versorgt. Ich weiß, okay, wie komme ich aus der Sache raus? Was ich aber meine ist, Gott will nicht dein Wunschautomat Gott sein. Deswegen sagte Jakobus, hey, wir sollen uns nach dem Willen Gottes richten. Aber was ich meine ist, ist es möglich, dass wir nicht die Zeit nehmen, nicht unser Herz nehmen, um zu Gott zu gehen. Hey, welchen Durchbruch hast du noch nicht in deinem Leben? In welchem Bereich in deinem Leben hast du keine Veränderung? In welchem Bereich in deines Lebens, die voller Sorge, voller Schwierigkeiten sind, aber du hast noch nie angefangen, Gott mit hineinzuholen? Und manche von uns sind besser, über die Bereiche zu anderen zu sprechen, als zu Gott damit zu gehen. Hey, für welche Bereiche sollte ich beten? Ich liebe Jesus. Und ich liebe, als Jesus auf dieser Welt war, ist Jesus so vielen Menschen begegnet, die sehr offensichtlich krank waren. Die waren blind, gelähmt, hatten Lepra, also die verschiedensten Sachen. Aber jedes Mal, wenn Jesus eine Person begegnet und Interaktion mit ihr hatte, stellt Jesus dieser Person die Frage, hey, was soll ich für dich tun? Jesus stellt die Frage, was soll ich machen? Jesus streckt sich mal der Frage nach unserem Herzen aus, damit wir einen Wunsch initiieren können, damit wir vor Jesus stehen, damit wir ihm sagen sollen, dürfen, können, Herr Jesus, da brauche ich deine Hilfe. Ist es möglich, dass Jesus darauf wartet, dass wir mit ehrlichem Herzen vor ihm stehen und dass wir ihm ehrlich unsere Anliegen bringen, damit er darin wirken kann? In Lukas 18 halt er einen gelähmten Mann. Jesus blieb stehen, einen blinden Mann, und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können, denn dein Glaube hat dich gerettet. Was möchtest du von mir? Ich habe letzte Woche auf dem Weg nach Ludwigslust-Parchim, sind 4 Stunden Autofahrt, und ich muss gestehen, ich bin in einem wirklich tollen Auto gefahren und uns hat jemand super versorgt mit Kaffee und Snacks. Und ich musste hinten sitzen, weil meine Frau hinten schlecht wird, also saß ich hinten und hatte nichts zu tun und habe mir über verschiedene Sachen Kopffragen ausgedacht. Und dann habe ich zu unserem Fahrer, ihn habe ich gefragt, unser Fahrer war Simeon Mücke, der heute schon mal gebetet hat, wo ich nicht erwähnen will, dass er Single ist, in Jesu Namen. Das wird heute noch was. Hey, wenn du Interesse an Simeon Connect... Nein, okay, ich höre jetzt auf, versprochen. Aber ich habe Simeon angeschaut. Nee, ich habe ihn nicht angeschaut, weil er war am Fahren. Aber ich saß hin und habe mir eine Frage ausgedacht. Und ich habe mit ihm gesprochen. Hey, Simeon, wenn Jesus jetzt vor dir stehen würde... Um genau zu sein, habe ich die Frage nicht mir ausgedacht. Wurde die mal gestellt auch. Und jetzt habe ich sie ihm gestellt. Wenn Jesus jetzt wirklich als Person vor dir stellen würde und dich fragen würde, hey, was möchtest du? Was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Was würde unsere Antwort sein?
Ich meine die ehrliche Antwort. Was würden wir Jesus sagen? Wenn er vor dir steht, ist es möglich, dass wir einen Gott haben, von dem wir verstehen müssen, dass der so persönlich ist, so nah ist, dich so sehr liebt, dass er dich wirklich fragt, hey, was möchtest du von mir? Was möchtest du? Aber wir vergessen, Gott so schnell reinzuholen, oder? Und wir sind da alle, wir sitzen da alle im gleichen Boot. Hey, in 2. Chroniken lesen wir von einem König, der König hieß Asab. Asab war ein König nach dem Herzen Gottes. Hey, der hat Gott gesucht und die Bibel spricht so gut von ihm. Und er hat Gott hineingenommen in viele Entscheidungen. Und plötzlich wurde dieser Mann krank. Und dann lesen wir 2. Chronik 16. In seinem 39. Regierungsjahr, er hat schon eine Zeit lang, ist schon länger König, bekam Asa, er heißt Asa, nicht Asab, ein schweres Fußleiden. Aber auch diesmal suchte er seine Hilfe nicht beim Herrn, sondern bei Ärzten. Hey, dieser Mann Gottes, aber er vergisst in einem bestimmten Problem Gott mit reinzunehmen, seine gesundheitlichen Probleme, da Gott mit reinzunehmen, Gott nicht zu suchen. Versteh mich nicht falsch. Wir glauben nicht, wir glauben, dass Gott wirkt durch Ärzte, durch Therapien, durch Selbsthilfegruppe, durch so viele Sachen. Das, was ich dir nicht sagen möchte, ist, hey, geh nicht zum Arzt, sondern bete. Das, was ich dir sagen will, ist, geh zum Arzt und bete. Denn seien wir doch mal ganz ehrlich, wir haben alle Bereiche in unserem Leben. Wir denken manchmal, Gott, ich hätte so gern, dass meine Ehe wieder funktioniert. Aber wir gehen nicht zu Gott. Wir nehmen uns nicht die Zeit. Wir beten nicht dafür. So viele von uns, die sagen, ich will Limbach, Oberfrohna, Chemnitz, Leipzig, meine Nachbarschaft, meine Stadt errettet sehen. Aber wir haben noch nie 30 Sekunden im Gebet dafür gebetet. Lass uns nicht vergessen, Gott hineinzuholen, ihn zu suchen, denn oft haben wir Ängste, Sorgen, Zweifel, Krankheiten. Manche von euch finanzielle Sorgen, Beziehungsprobleme, hey, Selbstwertdefizite, Stolzprobleme, Blindspots in unserem Leben, mangelnde Leidenschaft, eine mangelnde Freude, eine Depression, etwas, was wir so hart für uns ist, aber wir vergessen Gott durch das Gebet mit hineinzubekommen. Amen. Und ich möchte dich heute ermutigen, hey, womit auch immer du struggles, bringst zu Gott. Und Jakobus gibt uns dieses Beispiel an Elia. Ja, lass doch mal lesen, Elia war ein Mensch wie wir. Ich finde das so gut, dass er das sagt. Elia war ein Mensch wie wir. Er war ganz gewöhnlich, wie du und ich. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht mehr regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Frucht hervor. Hey, Elisa ist ein Mensch wie du und ich, ganz gewöhnlich, aber wir können ganz, ganz viel über Gebet von ihm lernen. Denn die Bibel sagt, Elia hat Gott angefleht. In anderen Übersetzungen, wenn du das hebräische Wort dir anguckst, was ich überhaupt nicht aussprechen kann, deswegen versuche ich es gar nicht, bedeutet nicht nur angefleht, sondern es bedeutet, dass er inständig gebetet hat. Er dringend gebetet hat, er ernstlich gebetet hat, der ausdauernd gebetet hat. Denn unser Gebet soll zuallererst ernsthaft und aufrichtig sein. Es soll mit dieser unveränderbaren Überzeugung sein, dass Gott dich hört, dass Gott für mich ist, dass Gott eine Antwort für mich hat. Es soll so inständig sein, dass wir inständig beten. Inständig bedeutet, dass es leidenschaftlich ist. Es bedeutet, dass es emotional ist. Es bedeutet, dass es echt ist. Ist es möglich, dass Gott unsere Emotionen und unsere Leidenschaft haben möchte? Dass wir ausdauernd beten. Dass wir am Gebet bleiben. Nicht nur einen Tag oder eine Woche. Hey, und die Story ist die. Elia sprach mit König Ahab. König Ahab war kein König, der Gott suchte. Volles Gegenteil. Er war verheiratet mit Jezebel. Jezebel hat den Götzen Baal angebetet. Der Götze Baal wurde dann quasi die Religion in Israel. Es war ein Götze gewesen, dem Kinder geopfert sind. Riesengeschichte. Und natürlich fand es Gott und sein Prophet Elia nicht gut. Also ist Elia zu
König Ahab gegangen, hat gesagt, hey, pass auf, Keule, es wird 3 Jahre nicht mehr regnen, krieg deinen Kram zusammen und ist gegangen. Jetzt kommen wir zu dieser Geschichte. Es ist 3 Jahre und 6 Monate später. Es hat wirklich nicht ein einziges Mal geregnet. Elia, es ist mega viel passiert. Es sind Showdown gewesen. Lest die Geschichte. Aber dann lesen wir in 1. König 18, Vers 41. Da sagte Elia zu Ahab, geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Ich möchte, dass du verstehst, es hat in dem Moment noch nicht geregnet. Es war auch kein Wölkchen am Himmel gewesen. Es hat 3 Jahre nicht geregnet, aber Elia sah und hörte etwas in seinem Herzen, in seinem Geist, dass es regnen wird. Er hörte es schon, obwohl es nicht da war. Er glaubte daran, obwohl es nicht da war. Ich möchte dir sagen, es gibt einen Ort in uns, in unserem Herzen, in unserem Geist, im Gebet, dass wenn wir ihm suchen, Gott uns Dinge zeigt, Bilder gibt, hören lässt, Visionen gibt, die noch nicht da sind, aber eine Überzeugung an diesem Ort sein kann, durch unser Glaube, dass die Dinge wahr werden können. Amen. Und wir lesen weiter, während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmels hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Hey, und das ist ein Bild für aufrichtiges und inständiges Gebet. Elia hatte ein Bild, er hatte die Zusage von Gott, dass es wieder regnen wird. Aber statt, dass er einfach sagt, alles klar, wir warten jetzt hier, pack schon mal deinen Regenschirm aus, geht er zum Berg und betet trotzdem. Und das, was er tut, ist einer der demütigsten Haltungen im Gebet. Er nimmt sich Zeit, er geht auf die Knie, er verbirgt sein Gesicht, schaut zum Boden und betet zu Gott. Er drückt Pause und nimmt sich Zeit. Und in dieser Haltung sprach er seinen Diener an, der mit Elia da war. Und er sagte zu seinem Bieler, nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Da sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldet, kein Regen im Sicht. Dann schickte Elia ihn immer wieder, geh, sieh nochmal nach. Elia schickt seinen Diener bis zu 7 Mal. Vom Meer werden die Wolken kommen. Aber Elia hatte Ausdauer. Denn Elia hat diese Überzeugung in sich, dass es regnen wird. Dieses Bild, diese Vision von Gott, etwas wird passieren. Es wird regnen. Gott wird es tun. Kirche ist möglich im Osten Deutschlands. Gott wird was in Chemnitz tun. Gott wird was in Limbach tun. Gott wird was in Leipzig tun. Gott wird was in Mecklenburg-Vorpommern tun. Deswegen hört Elisa nicht auf. Und endlich beim 7. Mal rief der Diener, jetzt sehe ich ein ganz kleines Wölkchen. So groß. Aber sie ist nicht größer als eine Hand. Also so groß. Aber da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab, dem König, und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Und da kam plötzlich ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Jezreel. Elia war am Beten. Und auch wenn er es nicht sah, war der Wind schon am Aufziehen. Der Regen war schon am Kommen. Hey, es ist so ein schönes Bild für, wie es manchmal im Gebet ist. Manchmal beten wir und Gott wirkt sofort. Aber manchmal ist Gebet etwas, wo es nicht sofort sichtbar ist. Wo es nicht sofort passiert. Wo es manchmal ein so langsames Fortschreiten ist, dass wir es nicht sofort erkennen. Und so oft ist es in unserem Leben passiert. So oft in dem Leben dieser Kirche. Hey, als Maren und ich, wir sind 11 Jahre verheiratet. Ja. Und am Anfang unserer Ehe haben Maren und ich ganz, ganz lange dafür gebetet, dass sie geheilt wird von Neurodermitis, weil sie damit Probleme hatte. Und wir waren überzeugt, Gott wird heilen. Und wir haben gebetet, nichts passiert. Wir haben gebetet, nichts passiert. Wir haben gebetet, nichts passiert. Und gestern vorgestern, als ich die Predigt vorbereitet habe, bin ich zu Maren gegangen. Also Maren, was sage ich mit deiner Neurodermitis? Und sie sagt, sie ist weg.
Manchmal sehen wir den Fortschritt nicht sofort. Manchmal sehen wir es nicht. Wir sind mit 4 Leuten nach Leipzig gezogen und wir haben gebetet, dass Kirche entsteht, dass Menschen dazukommen würden. Und es ist nicht sofort passiert. Die ersten Meetings waren mir eine Handvoll Leute. Aber Gott baut langsam. Hey, Wunder, die hier passieren, wo wir für Menschen gebetet haben, wo wir dafür beten, dass die Operationen von Kindern gelingen und sie sind gelungen. Hey, wo wir gegen den Tod gekämpft haben für Personen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Wir haben für eine Person gebetet, die mit so schweren Lungenproblematik intubiert, einen Tracheostoma, einen Luftröhrenschnitt hat und alles sah aus, dass sie nicht überleben wird. Und wir haben als Kirche gebetet und gebetet und gebetet. Seit mehreren Wochen ist sie fester Teil unserer Kirche, jeden Sonntag in Leipzig dabei und steht erste Reihe und betet an. Hey, wisst ihr, vor 2 Jahren, 3 Jahren hatte ich einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt. So schwer, dass ich mein rechtes Bein kaum bewegen konnte. Und jedes Mal, wenn eine Bordsteinkante war, bin ich immer mit meinem Bein hängen geblieben. Mein Kopf sagte dem Bein, hey, heb dieses flipping Bein hoch. Und ich hatte so Schmerzen, wirklich wie noch nie. Ich hatte das Gefühl, 3 Messer sind in meinem Rücken. Und eines Tages sagte ich zu Maren, wirklich, weil ich so Schmerzen habe, ich sagte, hey Maren, boah, weißt du was? Ich wünschte, es würde aufhören. Ich wünschte, der Schmerz würde aufhören. Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach aus dem Fenster springen. Ding ist over, ich bin bei Jesus. Und sie guckt mich an und sagt, ja, ich auch. Nein, meine Frau liebt mich, wir lieben uns beide. Keine Sorge, wir wünschen uns nicht den Tod. Aber wisst ihr, wir haben gebetet, wir haben als Team dafür gebetet und die Dinge wurden nicht besser. Um genau zu sein, wurden die Dinge schlimmer. Eines Mal bin ich vom Arzt nach Hause gekommen und ich schaute Maren an. Ich weiß noch, ich bin in den Flur rein und guckte sie an und sie sagte, hey, wie war der, was haben die Ärzte gesagt? Und ich habe angefangen zu weinen, weil die Ärzte mir einen OP-Termin gegeben haben und gesagt haben, hey Mats, wir werden deinen Rücken öffnen müssen, wir werden das operieren müssen. Es ist zu krass, wenn wir jetzt nicht bald handeln, wird dieser Schaden an dem Nerv so stark sein, dass du immer Nervenschäden in deinem Bein hast. Also haben wir gebetet und nichts passierte und weiter eine Woche gebetet und die Termine wurden langsam klar und es wurde schon geguckt und wir haben gebetet und plötzlich besuchte ich meine Ärztin und wieder einen Kontrolltermin und sie guckte mich an und sagte, hey, es ist viel mehr Kraft in deinem Bein als das letzte Mal. Und ich sage, okay, mehr Kraft, mehr Kraft. Und wir haben weiter gebetet. Und ein paar Wochen später sagte meine Ärztin zu mir, sagte, Mats, ich kann mir das nicht erklären. Aber es ist alles wieder okay. Die Schmerzen wurden weniger, die Kraft kam zurück. Und sie sagte, es ist unmöglich. Und habe ich ihr gesagt, nicht für meinen Arzt. Und sie war so ein bisschen, oh, danke. Und ich so, nee, ich meine nicht dich. Ich meine Jesus Christus, Amen. Ich möchte dir wirklich sagen, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ich möchte dich zu ermutigen, geh zu Gott. Hab Ausdauer im Gebet, hab Faith, denn Gott wirkt in unserem Leben. Diese Gebete sind so wirkungsvoll und effektiv, wenn wir ernsthaft und ausrichtig, inständig, ausdauernd beten. Aber viel wichtiger ist zu verstehen, die Gebete sind effektiv und wirkungsvoll. Nicht, weil du so schön beten kannst, sondern weil wir einen Gott haben, der so mächtig ist, der so effektiv, der so wirkungsvoll ist. Amen. Er ist derjenige, der wirkt, der unser Gebet erhört, der die Situation verändern kann. In Jesaja 59 heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Seine Arme sind nicht zu kurz, um in deinem Leben zu wirken. Sein Ohr ist nicht geschlossen, sondern er hört dein Gebet. Jakobus hat gesagt, hey, macht jemand Schweres durch, soll er beten. Erlebt er Ermutigung, gute Momente, soll er singen. Ist er krank, soll er für Gebet fragen. Hat er Probleme mit Sünde, soll er bekennen und beten. Und dann sagt er, ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Der Herr wird Rettung bringen. Er wird Hilfe schicken. Er wird Vergebung geben. Es ist nicht vielleicht. Es ist nicht eventuell. Es ist nicht gegebenenfalls. Sondern es heißt, der Herr wird wirken. Amen.
Lasst uns im Glauben und Faith vor Gott kommen. Ich möchte dir einladen, nimm dir wirklich die Zeit. Ich kann sie nicht für dich nehmen. Nimm dir Zeit, nimm dir Raum, such Gott. Bete. Bete leidenschaftlich, ausdauern. Bete und er wird antworten. Vielleicht nicht, wie du es möchtest, aber er wird. Und lass mich dir ein Gebet empfehlen. Zurück am Anfang meiner Predigt. Ich möchte dir ein Gebet empfehlen, dass wenn du sagst, Gott, ich möchte deinem Wirken nachfolgen, ich möchte mehr in meinem Leben, dann möchte ich dir das kürzeste Gebet der Bibel empfehlen. Das ist das Gebet des Jabes. Das erste Chronike 4. Aber Jabes betete zum Gott Israel und rief, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leiden möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Es ist ein gefährliches Gebet zu sagen, erweitere mein Gebiet. Aber ich wünsche mir, dass das Herz dieser Kirche ist, dass wir immer bereit sind, das zu beten. Sagen, Gott, wir wollen uns erweitern. Gott, wir wollen mehr lieben. Gott, wir wollen mehr annehmen. Gott, wir wollen größer träumen, weil du vorhast. Hey, Jesus hat gefragt, was möchtest du von mir? Aber vielleicht heute am Ende dieser Predigt möchte ich dir den Moment geben, wo du vielleicht fragen solltest, Jesus, was möchtest du für mich? Denn seine Antwort wird beinhalten, dass er Freiheit für dich möchte, dass er Hoffnung für dich möchte, dass er Vergebung für dich hat, dass er Beziehung zum Vater für dich möchte, denn das ist, wofür Jesus Christus gestorben ist. Er ist dafür gestorben. Jakobus sagte, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet. Ich möchte dir heute sagen, dass du verstehst, Gottes Wille für dich ist sein Evangelium und dass du es annimmst. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier, vielleicht schon öfters hier gewesen, aber ich möchte dir sagen, das Evangelium ist die beste Botschaft dieser Welt. Es sagt, dass du befreit worden bist durch das Opfer Jesus Christus. Dass er dich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat, damit jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, ja sagt zu Jesus, ihn annimmt, ewiges Leben haben kann. Amen. Und ich möchte dich jetzt einladen, mit mir aufzustehen am Ende dieser Predigt. Und ich möchte jetzt diese Einladung aussprechen, Jesus anzunehmen, ja zu sagen. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, mit unserem Mund bekennen, dass er von den Toten auferstanden ist, hey, werden wir ewiges Leben haben, werden wir zu ihm kommen können. Denn sein Wille ist, dass du ein Kind Gottes bist, ihn kennenlernst, befreit von Sünde bist, Hoffnung haben kannst. Amen. Hey, und wenn du jede Woche hier bist und denkst, Matthias, ich hab das alles klar, super, dann möchte ich dir sagen, zoom jetzt nicht aus, sondern das Gebet ist kraftvoll. Amen. Fang an, für die Menschen um dich herum zu beten. Fang an, für die Menschen, für die Herzen zu beten. Und ich möchte dich einladen jetzt gleich. Ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen und dann werde ich bis 3 zählen. Und wenn du heute diese Entscheidung triffst, werde ich dich bei 3 bitten, deine Hand zu heben. Warum? Weil eine Entscheidung Aktion bedeutet. Dass wir Aktion dabei bringen. Jakobus 2 hat uns beigebracht, dass Glaube Taten hervorbringt. Und dann werden wir gemeinsam im Gebet sprechen, alle zusammen, um das zu tun. Und ich möchte dich bitten, jetzt deine Augen zu schließen. Eins, wenn du heute diese Entscheidung triffst, das erste Mal oder vielleicht ein Zurückkommen ist zu dieser Entscheidung, dann möchte ich dir sagen, dass wir mega stolz auf dich sind. 2, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, denn die Bibel sagt, von diesem Moment an wirst du im Buch des Lebens, wird dein Name geschrieben sein. Hey, mit allen Augen geschlossen, wenn du das heute bist, wenn du jetzt ja sagst, wenn du zurückkommst, wenn du merkst, ich möchte tiefer hineingehen, ich möchte Jesus annehmen, ich möchte diese Vergebung in meinem Leben haben, ohne dass du weißt unbedingt, wie es weitergeht, aber wir werden dich begleiten in diesen Schritten, kann ich dir sagen, so viele, die diese Entscheidung getroffen haben und nicht bereuen. Hey, wenn du das heute bist, dann möchte ich dich jetzt fragen, 3, dass du jetzt deine Hand hebst, so dass ich sie sehen kann, um zu sagen, hey, ich nehme heute Jesus an. Ich nehme heute das Evangelium an. Ich sehe die Hand hier vorne, hinten, ganz hinten in den letzten Reihen. Hände, die hochgehen. Noch einige Hände, die jetzt noch hochgehen. Es ist noch nicht zu spät, wenn du gerade ja sagst zu Jesus. Noch mehr Hände, die hochgehen. Yes, Lord. Jesus, wir danken dir für jeden, der sich gerade ausstreckt, der ja sagt,
der bekennt. Ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den 10 Menschen feiern, die gerade die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Come on, lasst uns feiern! Hey, und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, möchte ich dir jetzt sagen, es wird Zeit, ein Gebet zu sprechen. Amen. Denn das Gebet ist wirkungsvoll. Die Bibel sagt, wir sollen im Herzen glauben. Denn ja. Und dann sollen wir mit unserem Mund bekennen. Und das möchten wir jetzt tun. Und ich möchte ein Gebet mit dir sprechen. Ich bete vor, du betest nach. Aber du musst dir keine Sorgen machen, denn bei C3 Leipzig betet keiner alleine. Wir beten als ganze Kirche. Amen. Also lasst uns beten. Lasst uns unsere Stimmen erheben. Unsere Nachbarn dürfen wissen, was wir hier drin bekennen. Amen. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb einen Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Ich lege meinen Glauben in Jesus Christus, denn mir ist vergeben, denn ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang mit Jesus Christus. Amen. Come on, Church. Amen. Denn wir haben den Gott, der aus Gräbern Paradiese macht. Amen. Because he turns graves into gardens. Also lass uns auch mal gemeinsam ausstrecken. Lass uns gemeinsam bekennen. Denn wenn du ermutigt bist, sollen wir singen. Amen. Also lass uns ausstrecken und den Namen Jesus.